Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen mit deinen Herrenallüren. Such den anderen Sklaven. Schreib mir jetzt meine Kündigung. Süßer Juventius. Süßer Tobias. Wie lange noch? Wenn du wirklich Schluss machst mit mir, dann bringe ich mich um. Wehe, wenn du meinen Sohn noch einmal anfasst. Ich hab doch bloß so gemacht. Bist du nicht ganz? Es wird viel passieren. Tut dir was weh? Frederik, bitte sag was. Das habe ich nicht gewollt. Hast du dir was gebrochen? Ich weiß nicht. Komm, jetzt setz dich erstmal hin, ja? So. Und? Der Fuß? Ich glaub, ich bin tot. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja. Da hätte ja weiß Gott was passieren können. Du weißt genau, dass das keine Absicht war. Lass uns doch lieber zum Arzt gehen, um sicherzustellen, dass nichts passiert ist, ja? Es ist nichts passiert. Oh. Aber vielleicht solltet lieber ihr zum Arzt gehen. Wieso? Was meinst du damit? Ihr wisst genau, wie ich das meine. Also, ich bin nicht schuld an unseren Problemen. Natürlich nicht. Konnte ich doch nicht wissen, dass Katrin gleich so durchdreht. Keine Milch? Nee, schwarz. Ja, dein Glück. Milch habe ich auch nicht. Was mache ich jetzt, wenn sie es wirklich tut? Sich umbringen. Katrin bringt sich nicht um. Willst du wissen, was ich denke? Deswegen bin ich hier. Katrin macht das nur, um dich unter Druck zu setzen. Was hast du denn zu ihr gesagt? Ich weiß nicht mehr so genau. Jedenfalls habe ich versucht, ihr es ganz schonend beizubringen. Fast schon zärtlich. Hast du ihr auch das Kleingedruckte gesagt? Dass du sie nicht liebst? Das kann ich ihr doch nicht einfach so sagen. Das musst du ihr sogar sagen. Du willst sie schonen, aber sagst ihr nicht die Wahrheit. Damit tust du ihr noch viel mehr weh. Ja, weil sie sich dann nämlich immer noch Hoffnungen macht. Also gut, ich werde es ihr sagen. Wir sind morgen im Marschhaus verabredet. Trotzdem entgegengenommen und sofort in der Tagesschau verlesen. Und zwar jetzt. Okay. Tobi? Tobias, bitte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein, das ist Beethoven. Ich glaub's ja nicht. Was habt ihr denn? Ist
Beethoven bei euch erst ab 10 zugelassen? Und was mit Bach? Geht der ab 6? Tobias, bitte, ich habe jetzt keine Lust auf Witze. Mama ist bestimmt völlig am Ende. Pack die Kiste weg, bitte. Kannst du nicht ein andermal weiterklimpern? Ey, du weißt doch ganz genau, dass ich jetzt üben muss. Ich gehöre nun mal nicht zu den Leuten, bei denen Genie im Pass steht. Ich muss richtig hart arbeiten. Außerdem war Wendel gestern sowieso schon sauer, weil ich zu spät gekommen bin. Ich muss heute was vorlegen. Tobi, das verstehe ich ja, aber bitte mach's später. Hey, später bin ich in der Schule und dann mache ich Hausaufgaben und dann bin ich bei Wendel. Es gibt da keinen später. Eines Tages wird in den Geschichtsbüchern stehen, er hätte einer von den ganz Großen werden können. Aber Lee und Frederik Neuers haben es vermasselt. Mit Fotos von euch. Ich will euch nur warnen, also kommt dann nicht zu mir, wenn die ganze Welt sauer auf euch ist, ja? Bist ein Schatz. Liebe, du weißt ja gar nicht, was du da sagst. Aber eins schwöre ich dir, du wirst es bereuen. Und? Wie war's? Hast du doch gesehen. Nee, die kriegt sich schon wieder ein. Und wenn nicht? Mist, ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie nicht liebe. Ich meine, du kannst doch niemanden zwingen, jemanden zu lieben. Hey, du hast es absolut richtig gemacht. Sie hat gesagt, das werde ich noch bereuen. Ach komm, so wichtig bist du für die Frauenwelt auch nicht. Hm? Ach komm, im Ernst. Ich habe echt Angst um sie. Was mache ich denn, wenn sie sich wirklich was antut? Du kannst ihr den Schmerz nicht abnehmen. Damit muss sie alleine fertig werden. Und wenn sie einigermaßen bei Verstand ist und einen Rest Selbstvertrauen hat, dann schafft sie das auch. Hoffentlich hast du recht. Weißt du, ich habe schon versucht, mit Tobi darüber zu reden, aber der ist so im Stress und ich bin echt froh, dass ich dich habe. Endlich sagt's mal einer. Ist schon da. Wie spät ist denn? Es ist gleich 8. Oh, ich muss eingeschlafen sein. Wieso bist du denn schon da? Ich konnte nicht schlafen. Der Tobi hat schon um 6 angefangen, den Beethoven zu malträtieren. Ja, hast du wenigstens gut geschlafen? Geht so. Kaffee? Ja. Aber vor allem ein Masseur. Ich hab mir gedacht, ich warte hier auf dich und wir reden noch mal über alles. Ganz vernünftig und vor allem nüchtern. Ja, das sollten wir, aber nicht jetzt und nicht hier. Du siehst sehr schrecklich aus. Ich fühle mich auch so. Geh nach Hause, mach dich frisch, hm? Und dann? Ja, dann komme ich gleich nach der Schule auch nach Hause und dann, dann reden wir, okay? Ich mach was zu essen. Ja. Okay. Umbringen. Entschuldige. Ich wollte dir nur sagen, dass ich wirklich sehr stolz auf dich bin. Was spielst du da? Beethoven. Schön. Du hast doch überhaupt nichts gehört. Ich meine ja allgemein. Wenn du weiter so fleißig bist, dann schaffst du die Prüfung garantiert. Ja. Was? Nichts. Könnte ich dann bitte weiterüben? Von mir aus. Ja, dann geht doch ein Stück beiseite. Mich macht das nervös. Kein Problem. Sag mal, weißt du eigentlich, was heute in der Schule passiert ist? Was? Also in der Schule, da ist...
Tobias ist ein bisschen genervt wegen der Prüfung. Stimmt. Entschuldigung. Üb schön weiter. Also in der Schule, da ist heute, du glaubst es nicht, der totale Wahnsinn. Sag doch mal einfach, was in der Schule los war und dann verzieh dich. Mein Schatz, er ist ein bisschen genervt. Komm. Sag mal, kann da jemand ans Telefon gehen? Oh, du bist schon da. Möchtest du was essen? Danke, nur einen Kaffee. Also. Ich hab gestern Nacht lange über uns nachgedacht. Ich auch. Und ich weiß, es ist nicht nur deine Schuld. Also wir. Das habe ich längst vergessen. Ich habe in der letzten Zeit nicht viel Verständnis für dich gehabt. Ach, das ist schon in Ordnung. Weißt du, ich habe es manchmal richtig drauf angelegt. Es war die einzige Möglichkeit, überhaupt Kontakt zu dir zu bekommen. Auch wenn es nur Streit war. Tut mir leid. Ich glaube einfach, wir müssen etwas Grundlegendes ändern. So geht es nicht weiter. Vielleicht. Schau mich nicht so an, bitte. Vielleicht sollten wir uns einfach eine Weile trennen. Was? Nein, ich meine erstmal nur räumlich. Vielleicht kannst du ja in dein Zimmer da in diese Männer-WG ziehen. Und dann hätten wir beide Zeit, noch mal über alles nachzudenken. Also dann hätten wir wenigstens diesen Alltag unterbrochen. Und vielleicht finden wir wieder zueinander und nehmen uns nicht so für selbstverständlich. Das ist aber eine hübsche Idee. Ja, oder wir könnten uns wie zwei Verliebte wieder verabreden. Das ist dein Ernst, oder? Ich pack da noch ein paar Sachen zusammen. Wir sind eine Viertelstunde zu früh. Das letzte Mal war ich eine halbe Stunde zu spät. Wie war die Mathe-Klausur? War okay. Kommen Sie. Lassen Sie was hören. Gut. Sehr gut. Sie haben geübt. Gegen alle Widerstände. Mathematik. Mathematik ist das Zauberwort. Fingerfertigkeit ist nur der kleinste Teil. Ein Pianist muss die Musik verstehen. Ich sage nur Bach. Seine Fugen sind reine Mathematik. Man kann sie ausrechnen, aber sie sind brillant. Warum ist das so? Mathematik ist abstrakt, wie die Musik. Beide sind göttlich. Aber zu verstehen. Mathematik und Musik sind beide nur hier oben wirklich lebendig. Ihr seid Geschichte.
in mir hier das Sagen hatte. Ich verzichte. Ist alles okay? Ja. Die ewige Platte. Ich hasse euer Leben mehr als heute. Ich dachte, du willst nicht mehr trinken. Nüchtern ist die Welt schwer zu ertragen. Na super. Ulla hat sich von mir getrennt. Nein. Wirklich? Wie man es eben so macht. Man verpackt das in ein paar nette Worte. Sagt, man braucht erst mal Abstand, um sich wieder neu zu finden und neu zu verlieben und der ganze Scheiß. Das ist kein Scheiß. Also ich finde, das klingt ganz schön vernünftig. Wie blöd hält ihr mich eigentlich? Ich weiß genau, worauf so eine Trennung auf Zeit hinausläuft. Trennung für immer. Diese Spielchen, die funktionieren nicht. Entweder man liebt sich oder man liebt sich eben nicht. Das ist nicht wahr. Natürlich ist das wahr. Irgendwann kommt sie angeschissen und sagt, dass wir uns besser scheiden lassen. Mhm. Und deswegen trinkst du jetzt hier schon den ganzen Bier in dich rein. Hast du schon eine bessere Idee? Ja, kämpf um sie. Wie soll das gehen? Soll ich mich duellieren? Mit wem denn? Als allererstes musst du mal aufhören, dich ständig selbst zu bemitleiden. Und mit dieser Scheißtrinkerei. Nein, das macht dich nicht gerade attraktiv für Ulla. Hohoho, die große Frauensolidarität. Ja, in diesem Fall absolut. Du kommst mir ja wirklich vor wie so ein... Ich ein Versager? Sag's doch, los. Sag's doch. Auf die Weicheier! Auf die Kerle, die rausgeschmissen werden, damit sie wieder angekrochen kommen. Aber ich bin kein Hund, der wieder angeschissen kommt, verstehst du? Ich bin kein Hund! Ah. Noch eins. Wissen Sie, was das Problem ist? Die da und der da haben keine Verbindung. Da fließt nichts. Da gibt es keine Harmonie. Musik entsteht im Kopf. Die Hände sind bloß Werkzeuge. Versuchen Sie es nochmal. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Ja, aber ich kann doch nichts dafür, wenn ich nicht so gut bin wie Sie. Ich kann das eben nicht. Aber vielleicht ist es doch besser, wenn ich einfach aufhöre. Ich bin nicht begabt, ich bin auch kein Pianist. Doch, doch, Sie können das. Sie müssen sich nur verdammt noch mal konzentrieren. Ich konzentriere mich doch so sehr auf meine Hände. Für was anderes kann doch gar kein Platz mehr sein. Weil Sie nicht genug üben. Was? Das stimmt nicht. Wie viele Stunden üben Sie täglich? 3. Zu wenig. Viel zu wenig. Aber mehr geht nicht. Ich weiß ja nicht mal wo. Entweder ich störe die anderen oder die mich. Tobi hier, Tobi da. Wissen Sie was? Sie üben hier. Sie kommen nach der Schule hierher, setzen sich an den Flügel und üben. Und Sie hören nicht eher auf, bis Sie es drin haben. Okay? Okay? Ich weiß nicht. Aber ich. Hier kann ich Ihnen helfen. Hier ist es ruhig und hier sind Sie ungestört. Normalerweise. Mord oder Selbstmord? Es wurde gestern eine unbekannte Frau, ca. 35 Jahre alt, von einem Angler im Rhein entdeckt. Nach Angaben der Polizei war die Frau erst seit wenigen Stunden tot. Hinweise zur Identifizierung der Toten nimmt jede Polizei die Stelle entgegen. Gott, Katrin. Ja, gut, gut. Folgen Sie einfach den Noten. Genau, es ist alles da. Sie brauchen nichts dazu zu tun. Achtung, pass auf, jetzt der Harmoniewechsel. Ja, gut, gut, wunderbar. Schön, komm. Und jetzt das Ganze noch mal von der Mitte an.
machen? Ich kann nicht mehr, mir tut alles weh. Entspannen Sie sich. Ganz locker. Lassen Sie los. Lassen Sie los, nicht festhalten. So, komm, loslassen. So ist gut. Locker und entspannt. So, und jetzt spielen Sie es nochmal. Nochmal, komm. Können wir nicht morgen weitermachen? Wieso? Weil ich am Ende bin. Blödsinn. Wie alt sind Sie? 60? Ich bin am Ende, gibt es nicht. Das können Sie gleich aus Ihrem Vokabular streichen. Haben Sie mich verstanden? Sie sind begabt. Sie haben Talent. Sie haben mehr Talent, als ich es je hatte. Aber Sie sind faul. Sie müssen sich motivieren. Sie müssen an Ihre Grenzen gehen und darüber hinaus. Tobias, wenn Sie nach oben wollen, und ich meine ganz nach oben, müssen Sie mehr geben als die anderen. Haben Sie verstanden? Nur dann werden Sie ein wahrer Könner. So. Jetzt weiter mit der Arbeit. Wir haben noch eine Menge zu tun bis zur Prüfung. Es tut mir leid. Hilft, wenn man nicht mehr weiter kann. Was ist das? Jedenfalls kein Traubenzucker. Koks. Ich hab Nick gesagt, dass sich niemand einfach so umbringt. Na, wenn man frustriert genug ist. Diese Katrin ist einfach nicht der Typ für sowas. Hm. Die wollte Nick nur Angst machen. Na, wie geht's ihm denn so damit? Ach, ich denke, die erste Panik hat er überwunden. Er schläft jetzt bestimmt. Und hoffentlich ohne sie. Apropos, wie viel Uhr ist es eigentlich? 11. Schon? Ach, kommt. Die Nacht ist doch noch jung, ne? Also ich bin todmüde. Und hast du noch schon schlapp? Hey, morgen ist Schule. Für dich etwa nicht? Ah, ihr denkt auch nur ans Abi. Und deswegen gehe ich jetzt auch in die Falle. Ich auch. Hey, und was ist mit dir? Keine Ahnung. Aber offensichtlich willst du ja noch nicht nach Hause. Doch, will er auch. Vergiss es. Ich bin jetzt noch mit dem Kumpel verabredet. Kommt ihr mit? Es hat einen neuen Laden eröffnet und da ist nicht so viel los unter der Woche. Vielleicht morgen. Naja, okay, ihr Spießer. Dann geht jetzt schön in euer Bettchen und schlaft euch aus. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Tschüss. Okay, ciao. Karnevalshit aus dem Marienhof, Töppers und die Höhner, jetzt auf CD. So kleiner Teufel.